Leiden Sie an Übergewicht? Wir können Ihnen wirklich helfen. Das nachfolgende Video wird Ihnen präsentiert von www.unserekur.com. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Heute habe ich die Macher und Initiatoren des Films Das Cheops-Projekt bei mir sitzen. Ganz neu ist er, der Film, und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Frank Höfer und Dominik Görlitz. Hallo, hallo ihr zwei. Hallo. Ja, jetzt ist euer Baby endlich da. Ihr seid lange schwanger gegangen damit. Die finale Version ist jetzt endlich auf dem Markt. War es eine Steißgeburt oder ist es einigermaßen glimpflich rausgekommen, euer Baby? Naja, ich meine, es hat ja nun lange genug gedauert, angekündigt schon seit 2013, aber durch die Schwierigkeiten durch die antiken Behörde, insbesondere mit Hawass, hat eben letzten Endes dazu geführt, dass wir eben warten mussten, bis es eben einen Lichtblick gibt, was eben mit unseren 6 ägyptischen Begleitern ist. Das heißt also, der Film war schon für viel früher anvisiert, für 2013, und auf die ganze Kontroverse, wo wir natürlich auch nochmal drauf eingehen werden, hat sich jetzt alles verzögert. Ist der Film denn dadurch anders geworden, wie er ursprünglich geplant war? Habt ihr das mit eingebaut? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also die Premiere war ja tatsächlich schon geplant für Oktober 2013 oder zumindest so eine Preview-finale Version. Und da war der Film natürlich nicht in dem Stand, auf dem er jetzt ist, dadurch, dass der Skandal uns sozusagen erstmal dazu gezwungen hat, die Veröffentlichung auf Eis zu legen, hatten wir natürlich genügend Zeit, an dem Film weiterzuarbeiten bzw. Weiter zu forschen. Und wir haben ja die Forschungen von Dominik sozusagen filmisch begleitet. Und ich selber war dann doch über den Lauf der Zeit erstaunt, was er aus so einem Thema alles rausholt, ja, in welche Richtungen die Gedanken gehen können und was dann letztlich als Ergebnis am Ende stand, fand ich als schon langjährigen Pyramidenfilm wirklich erstaunlich. Mhm. Und das ist natürlich in der jetzigen Fassung des Films ganz anders vermittelbar gewesen als in der ursprünglichen Fassung, die für 2013 angedacht war. Ihr habt ja auch einen großen Versuch gemacht, einen Hebeversuch. Das war 2015 im April, glaube ich, so Anfang, im Frühjahr 2015. Und ich muss gestehen, dass dieser Versuch mein Weltbild auch so ein bisschen, so meine Vorstellung von dem alten Ägypten, ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Da wollen wir gleich drauf einkommen. Aber hättet ihr gedacht, dass ihr mit diesem Versuch dann so ein Ergebnis rausbekommt? Das weiß man nie, wenn man so ein Projekt beginnt. Und ich meine, wenn man gelernt hat, erkenntnisoffen, ergebnisoffen zu arbeiten, dann ist es immer ein sehr gewünschtes, aber nicht unbedingt mögliches Ergebnis. Aber was eben entscheidend ist, wir sind eben mit dem Cheops-Projekt 3 Jahre lang durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Und ich denke, das repräsentiert auch in gewisser Weise der Film, dass man eben so ein Stückchen das Gefühl hat, da auch live mit dabei zu sein durch diese Art Reportage, wo wir eben nicht das Ergebnis im Vorfeld schon wegnehmen, weil wir wussten es, als wir es begonnen hatten, ja selber nicht, was rauskommt. Das denke ich, ist eine gute Charakteristik. Also ich habe ihn neulich erst angeschaut. Und ich muss gestehen, ja, also mein Weltbild war ja bisher so, dass ich das, was die Ägyptologen uns sagen, nicht geglaubt habe, so in 20 Jahren diese großen Steinhaufen hinstellen, in dieser Präzision, in dieser Ausrichtung, in dieser Genauigkeit und auch mit der Masse und das alles. Ihr bringt es alles auf einen ganz anderen Nenner, dass also schon auch technisch es damals möglich sein konnte. Aber wie ist es denn vom Zeitrahmen her? Von welchem Zeitrahmen gehst du aus, dass die Pyramide damals entstanden ist? Also wir haben ja einen ganz profunden Historiker, den ich, wie gesagt, als Blaupause für mich als Wissenschaftler benutzt habe, nämlich Herodot, dem zwar selbst auch moderne Historiker vorwerfen, dass er allzu sehr Ägypten verliebt war und auf das Fremdenführergeschwätz seiner damaligen Priester reingefallen wäre. Aber ich muss nur sagen, wir sehen ja die Pyramiden, sie sind ja da. Und wir haben definitiv ganz klar datierbares Material. Also die Pyramiden sind datiert. Die sind je nach unterschiedlichen Datierungsverfahren zwischen 2600 und 2900 vor Christus eingeordnet. Egal welchem Alter man sich anschließt, das ist ein Faktum. Und es wäre ein schwerer Fehler, die Fakten an die Theorien anzupassen, anstatt die Theorien so aufzustellen, dass sie mit den Fakten zusammenpassen. Und wenn die Fakten so sind, dass das Bauwerk eben keine 10.000, sondern tatsächlich 5.000 Jahre alt ist, dann muss man sich einfach mal aus der Blase der Selbsttäuschung herausbewegen. Wir sind eben nicht die evolutionären Senkrechtstarter.
Vor uns gab es schon Kulturen. Was die Römer geleistet haben, was die Griechen geleistet haben und eben auch die Ägypter. Das sind ja tausende Millionen Tonnen Stein, die die Ägypter nachweislich bewegt haben und damit eben auch die Pyramiden. Viele gehen ja davon aus, dass die Pyramiden aus einer Zeit kommen, weit vor den Ägyptern noch, also sprich ja, Atlantis oder Lemuria, was es da alles gibt. Lässt sich denn das mit den jetzigen Forschungen widerlegen, dass man sagt, wie du gerade erwähnt hast, das war definitiv in einer späteren Zeitspanne, also 4.000, 5.000 vor Christus? Also belegen ist vielleicht das falsche Wort. Wissenschaft belegt nur bedingt was in den seltensten Fällen. Wir haben einfach neue Theorien aufgestellt und können die mit bestimmten Evidenzen materialwissenschaftlich, experimentell einordnen. Wer Theorien aufstellt, dass die Pyramiden 10.000 Jahre alt sind, das ist definitiv legitim, das kann man ja machen, der muss er nur beweisen können. Ja, und wir haben eben, abgesehen von Göbekli Tepe, kaum Evidenzen, die eine materielle Hochkultur um 12.000 vor Christus gegenwärtig beweisen. Und solange wie wir das nicht haben, sind es eben nur Theorien, die nicht zu den Fakten passen. Wie genau sind denn diese Steinuntersuchungen? Ich dachte, Stein kann man schlecht datieren wegen der C14-Methode. Woher kann man denn so sicher sein, dass die Pyramide dann exakt in dieser Dynastie oder in dieser Zeitperiode zu verordnen? Das sind Wissenschaftler aus der Schweiz gewesen. Die ETH Zürich, Professor Dr. Wölfli hat das 1994 gemacht. Die Ecksteine der Pyramiden sind in Kalkmörtel eingemauert und dieser Kalk wurde gebrannt. Das sind kleinste Kohlereste in dem Kalkmörtel drin. Und man hat das nicht normal gemacht, sondern in einem großen Teilchenbeschleuniger. Also diese Methode ist tausendmal genauer als die klassische C14-Datierung. Und das ist spannend. Da ist nicht nur rausgekommen, dass die Pyramide per se rund 400 Jahre älter ist, sondern der gesamte Komplex zwischen 3. Dynastie bis zur 6. Dynastie nach den Daten dieser Schweizer Physiker müsste eigentlich komplett um etwa 385 Jahre nach hinten verschoben werden. Aber selbst wenn man das nicht macht und man nutzt die gegenwärtigen, dann sind wir trotzdem noch in der Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus. Und das ist eigentlich, was das Cheops-Projekt in besonderem Maße gezeigt hat, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen alternativen Laienforschung und eben der Establishment, sag ich mal, universitären Forschung. Wenn beide zusammenarbeiten, kommen eben solche spannenden Befunde heraus. Und da ist es eben so, dass wir schon mit verschiedenen Beweisgruppen argumentieren können, die eben zeigen, dass das technische Niveau dieser Leute weit höher war. Und ich meine, ich kenne das von meinen Abora-Projekten, da haben sie mir auch schon vor 20, 30 Jahren vorhergesagt, die Spezialisten aus Hamburg, aus dem Überseemuseum, mit denen ich eben am Beginn meiner Abora-Forschung war, ein Floß kann niemals gegen den Wind segeln, das ist physikalisch, technisch nicht möglich. Ich habe es mit Abora getan, mehrfach. Und das ist eben, was der Vorteil der Experimentalarchäologie ist, dass man durch eine naturwissenschaftliche Herangehensweise bestimmte Theorien mit den tatsächlich beobachtbaren Phänomenen in Übereinstimmung bringen kann. Das gelingt nicht immer, da gehört ein bisschen Glück dazu. Also lass mal Atlantis mal weg und verorten jetzt die Pyramiden in einen geschichtlich korrekten Zeitraum. Aber was ist es denn mit der Bauzeit? Also man sagt ja immer, es muss in der Zeit von Cheops gewesen sein, weil es ist sein Grabmal. Es kann ja nur in der Zeit gewesen sein, in der er auch als Pharao geherrscht hat. 20 Jahre. Ist die Zeit haltbar? Na, Herodot spricht ja nicht von 20, sondern von 30 Jahren. Mhm. Und man muss einfach mal auf das genau hinhören, was Herodot sagt. Allein nur ein Beispiel, das führt zu weit, das genau auszuführen. Herodot sagt, 10 Jahre Vorbereitungszeit waren überhaupt mal notwendig, das Bauwerk zu bauen. Und Herodot drückt sich explizit aus, diese Leistung in der Vorbereitung war mindestens genauso aufwendig wie der Bau selber. Und jeder, der Bauarchitektur, Bauingenieur studiert hat, weiß, dass die eigentliche Vorbereitungsphase tatsächlich der wichtigere Punkt ist. Also sprich die Logistik, die Planungen, Vermessung, dann das Material hinschaffen, richtig, und so weiter. Ja. Ja, vor allem die Fundamentlegung. Also das haben wir bei dem Hebestadt, bei dem Hebeexperiment in Lennestadt gelernt, dass das Fundament extrem wichtig ist. Also selbst das allerkleinste Gefälle von 1 Millimeter pro Meter macht dir sozusagen schon einen Strich durch die Rechnung, wenn es um die Anhebung von tonnenschweren Steinen geht. Also das kommt ins Rutschen, das bewegt sich. Und wäre auch eigentlich ein Grund dafür, warum wir heute auf dem Gizeh-Plateau eben auch diese absolute plane Fundamentlegung vorfinden. Also das haben die ja auch nicht nur gemacht, weil es besonders viel Spaß gemacht haben muss, das zu bauen, sondern weil das eben unbedingt notwendig war für den weiteren Bau der Pyramide. Also ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen, damit wir aufs Thema überhaupt kommen. In eurem Film habt ihr ein Hebeexperiment gemacht mit einem ungefähr 15, 16 Tonnen schweren Block, ein Granitblock, den Betonblock,
Also der hat ähnliche Eigenschaften wie jetzt ein Granitblock von der Festigkeit und von der Brüchigkeit auch. Und diesen Block habt ihr mit Eisenklammern befestigt und unter diese Eisenklammern habt ihr dann Keile eingeschlagen mit Hämmern. Zuerst Eisen, dann Eiche. Erstaunlicherweise ging es mit Eiche sogar genauso gut oder fast noch besser. Ja. Und damit bewiesen, dass man also mit relativ, in Anführungszeichen, geringen Mitteln einen von diesen Blöcken quasi um einen halben Meter oder Meter hochheben könnte. Und die Theorie für den Bau dieser oder für den Bau der Pyramiden ist dann bei euch in dem Film, also dass man sehr wohl mit einfachen Mitteln die Steine Schicht um Schicht hochgelegt hat und diese großen Granitblöcke, wobei es ja insgesamt für die Grabkammern, Entlastungskammern 5000 Tonnen davon gibt, die hat man dann quasi am Anfang auf das Plateau gebracht und hat die dann mit Keilmethode, also mit Hochwuchtung, mit Hochkeilen pro Schicht anwachsen lassen, wie die Pyramide auch gewachsen ist. Und da sie eben nicht ganz auf der Spitze verbaut sind, sondern ungefähr Mitte, zwischen 40 und 60 Metern ungefähr, so erklärt ihr euch quasi den Bau der Pyramiden, dass man die großen Steine hochgekeilt hat und den Rest hingezogen hat. Ja, habe ich das so richtig verstanden? Ja. Fast ja. Also ich sage mal, man muss einfach beim Anfang, das Standardparadigma der modernen Ägyptologie ist, weil man so wenig Funde hat, also Stahlhaken ist nicht nachgewiesen, Rolle ist nicht nachgewiesen etc., glaubt man eben, dass die technischen Verfahren nicht da waren, schwere Lasten zu heben. Das ging ausschließlich über Rampen. Und deswegen ist ja die Rampentheorie bei den, sag ich mal, modernen Ägyptologen die bevorzugte Technologie. Damit funktioniert es sowohl in der Theorie als auch in der Praxis nicht. Das haben wir versucht, auch in dem Film zu zeigen. Aber der entscheidende Punkt, bisher hatte man keine Alternative. Aber durch unsere Magnetitanhaftung haben wir eben die Möglichkeit, zum ersten Mal mit Eisen zu arbeiten, zu spielen, experimentell. Und da konnten wir dieses Paradigma ausheben, dass es also nicht stimmig ist, unser Bild, dass das eine Riesenbaustelle war von Hunderttausenden von Arbeitern, die durch ihre Leibeskräfte das gemacht haben. Sondern so wie es Herodot beschreibt, scheint es eben richtig zu sein. Effiziente, einfache Hebeapparaturen haben geholfen, diese Lasten in besagter Zeit zu bewegen. Also die Rampentheorie war für mich auch immer etwas unschlüssig, weil wenn man so einen großen Block hochzieht, eine Rampe, erstens ein sehr großer Kraftaufwand, aber wie kommt man dann um die Ecke rum? Wenn das jetzt die Ecke der Pyramide ist, hier kann ich die Rampe hochziehen, aber wenn ich jetzt hier um die Ecke will, muss ja die Kraft irgendwo in die Richtung gelenkt werden und ein Trupp von 100 Mann oder 200 Mann, die so 20 Tonnen ziehen, wie wollen denn die um die Ecke ziehen? Das geht ja nicht und mit der Umlenkrolle kann man sich das ja auch schlecht vorstellen, oder? Ach man, es scheitert ja schon überhaupt beim Ziehen an sich. Also 20 Tonnen, die im Sand liegen, die ziehst du nicht über den Sand. Und ja. Rollen und Schienen kann man ja bei so einem Gefälle einer Rampe auch ausschließen. Das wäre ja kreuzgefährlich, ja, das über diesen Weg hochziehen zu wollen. Das muss ja quasi liegen bleiben, wenn man nicht mehr zieht. Also das ist, wie gesagt, nahezu unmöglich. Und dennoch, so unvorstellbar das ist, ist es eben das gängige Erklärungsmodell, weil man eben kein besseres Erklärungsmodell bis jetzt hat. Mhm. Deswegen sind die Rampen eben schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, akzeptiert, weil es eben an einer alternativen Lösung fehlt. Und dieses Hebeexperiment macht die Rampen komplett überflüssig. Also wenn man jetzt schon sich innerhalb des wissenschaftlichen Rahmens weiterentwickeln möchte und seine Theorien halt weiter ausbauen möchte und beweisen und falsifizieren, müsste man eigentlich mit diesem Experiment ganz klar sagen, die Rampentheorie ist hinfällig, braucht man überhaupt nicht mehr, weil alle Probleme mit der Hebetechnologie gelöst sind, was die Rampen notwendig gemacht hätten. Aber diese Theorie, das Hebeexperiment, beweist natürlich nicht, dass es so gemacht wurde. Aber es ist besser als die Rampentheorie und es gibt Indizien, dass es gemacht wurde, ja eben zum Beispiel die schwarzen Zungen, aus denen heraus ja überhaupt sich die Theorie erst ergeben hat. Und die Frage beantwortet zu haben, wie man die Steine ohne Rampen mit wenig Personal hätte hochheben können, beantwortet ja so viele andere Fragen dennoch nicht, die durchaus bestehen bleiben und meiner persönlichen Ansicht nach auch durchaus noch Raum für Fantasie und Mysterien geben. Ja, das ist ja nur ein Teilaspekt der Frage, die sich mit Pyramiden beschäftigen. Und wie gesagt, es gibt durchaus immer noch erstaunliche Fragen, ja, wo meine Fantasie im Moment noch keine Grenzen ich kennt. Ich weiß jetzt nicht, warum ihr die Rampen komplett abgeschafft habt, geistig sozusagen. Wie
die großen Steine hochgekeilt, wachsen mit den restlichen Schichten, das verstehe ich. Aber wie kriegt man dann die restlichen Steine, und wir sprechen ja jetzt nicht von so einem Ding, das Ding wiegt hier ungefähr 100 Kilo und wir haben jedes Mal einen riesen Akt, wenn wir das hierher bringen oder wieder zurückbringen. Also, aber wie kriegt man das mit einem 2,5 Tonnen Stein, den muss ich ja auch irgendwie Robert, bewegen. Das ist gar nicht das Problem. Es ist, wir haben in den archäologischen Forschungen kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ganz klare Vorversuche von ganz vielen Geologen, von Experimentalarchäologen, die haben das alles schon nachvollzogen. Herodot beschreibt hölzerne Hebemaschinen. Da gibt es also in Deutschland verschiedene Forschergruppen, die sich damit beschäftigen, wahrscheinlich weltweit, wo das lange nachgewiesen ist, wie man mit einfachen Hebekränen oder einfachen Hebelmaschinen so einen 2,5 Tonnen Stein eben in die entsprechende Bauhöhe bringt, über lange Förderketten. Wir wissen, es gab das Schaduf auch als Hebekran im alten Ägypten. Es gibt eine Darstellung in Oberägypten, wo man das sieht, dritte, vierte Dynastie, dass man also damit experimentieren kann. Italienische Forscher haben das lange nachvollzogen. Die konnten bis zu 8 Tonnen mit so einem einfachen Schaduf über 6 Meter mit einmal heben. Das ist alles gemacht. Das Problem ist, dass wir so wenig Nachweise haben dieser Dinge und eben, dass man wahrscheinlich, weil man eben als Mangel aus Erkenntnissen dieses Paradigma wichtiger nimmt als die beobachtbaren Tatsachen, einfach diese Dinge ausblendet, die wir zusammengetragen haben. Aber ist es dann nicht so, dass man, selbst wenn die diese Hebeanlagen hatten, die Zeit, um einen Stein zu bewegen und das subsumiert auf 2,5 Millionen Quader oder wie viel auch immer das sind, das müsste ja dann jeglichen zeitlichen Rahmen sprengen. Weil wenn ich bei einer Baustelle zuschaue, wie lange die brauchen für vom Kellerfundament bis zum Dachstuhl, da vergehen viele, viele Monate und das sind immer nur so kleine Ziegelsteine. Was ist dann mit den großen Steinen? Das müsste ja dann 50, 100 Jahre dauern, bis so ein großer Haufen zusammensteht, oder? Ich meine, Frank hat das eben ja schon gesagt, wir können nicht alle Fragen wie Adam und Eva beantworten. Wir haben uns ein spezielles Problem ausgesucht, um es nochmal klar auf den Punkt zu bringen. Eines der großen Kardinalprobleme war das Anheben der 50, 60 Tonnen schweren Megalithe in Bauhöhe, 40, 60 Meter auf dem Pyramidenstumpf. Und da können wir zum ersten Mal konsistent, stimmig dagegen setzen. Das haben die nicht über die Außenseiten, über Rampenzüge oder über Seilwinden hochgebracht oder über Rampen. Das haben die genau, wie es Herodot beschreibt, von Schicht zu Schicht, von der nullten Plattform mitgenommen. Die anderen Steine sind gar nicht so groß, wie die meisten Zuschauer denken. Wir alle kennen die 1,50 Meter, 1,30 Meter hohen Steine, die die ersten 4 Schichten repräsentieren. Danach schrumpft die durchschnittliche Schichthöhe auf ungefähr 70 Zentimeter. Das ist nicht höher als dieser Tisch. Diese Brocken sind nicht riesig und die haben die über Förderketten dieser vielen Transporthebetechniken, die Herodot beschreibt, über die Außenseiten hochgebracht. Die Berechnungen sagen, dass für die ersten Schichten etwa 11 Monate notwendig waren. Da rechnen wir von 40.000 Steinen. Sicherlich haben in den niedrigen Bauhöhen auch noch einfache Materialrampen eine Rolle gespielt. Ich schätze immer so bis 5 bis 8 Meter, war es sicherlich effektiv, diese vielen tausend Steine erstmal auf dem Rollen zu bringen. Wir haben das probiert, auch in Lennestadt haben wir mit Rollen gearbeitet. Man braucht da gar nicht so viele Leute, wie man denkt, aber ab 8 Meter, 10 Meter Bauhöhe wären die Lasten auf solchen Rampen viel zu gefährlich, um dort 1000, also es gibt Berechnungen von Guillon, der rechnet für einen 40-Tonnen-Stein 1100 Leute. Wenn man das Gewicht eines Arbeiters mit 60 Kilogramm nimmt, dann sind das nochmal 130 Tonnen plus dem Stein. Das kann kein Mensch verantworten, diese Lasten über fragile Baurampen zu bringen. Also mussten die sich was einfallen lassen und die alten Ägypter waren höher entwickelt. Wir müssen uns einfach davon trennen, dass das eine primitive, bronzezeitliche Kultur war. Da ist unser Problem, wenn wir das Problem ausschalten und setzen diese Kultur in eine frühindustrielle Kultur. Da gehe ich ja mit dir d'accord. Dann macht das plötzlich alles Sinn, was der Herr Herodot beschreibt. Also ich glaube auch, dass die Ägypter weit höher waren und nicht dieses Volk war, das mit so einem Lendenschutz und Ledersandalen rumgelaufen ist, wie man es uns immer zeigt. Aber diese Plausibilität des Baus, ich habe viele Dokumentationen angeschaut und Ägypten und Pyramiden ist auch schon immer ein Thema in meinem Leben gewesen. Euer Experiment in Lennestadt mit planer Fläche, ideale Hölzer, das Ding draufgestellt und dann kam ein Stapler angefahren, weil ihr das selber nicht anschieben konntet. Wir waren aber nur 7 Leute. Ja? Und hat 720 Kilo oder so gebraucht mit dem Messgerät, um das anzuschieben. Jetzt, wenn ich das jetzt auf die kleineren Steine runterrechne, wie viel brauche ich dann für so einen 2,5 Tonnen Stein? 15, 20 Leute. Also 15, 20 maximal Leute, ausreichen. Ja. Maximal, wenn überhaupt. Okay. Und das dann eine Rampe hoch und so weit. Ja? Eine Rampe, wie gesagt, macht nur Sinn in den ersten paar Metern.
Also ich sag mal, nicht über 8 oder 10 Meter, weil dann die Steigungswinkel, die Längen, das Volumen steigt mit der dritten Potenz zur Oberfläche. Das heißt, mit anderen Worten, der Aufwand, so eine Rampe hochzunehmen, ist höher als die Pyramide selber zu bauen, macht also ab einer gewissen Höhe überhaupt keinen Sinn mehr. Aber nochmal, Herodot gibt genau vor, wenn Rampen damals bei den alten Ägyptern eine Rolle gespielt hätte, hätte Herodot auch Rampen erwähnt, aber er erwähnt keine Rampen, er erwähnt Maschinen. Was wir versucht haben im Cheops-Projekt, ist der denkbar einfachste, heute nachvollziehbare Lösungsweg. Das, was wir gebaut haben, ist auch keine Maschine. Es ist eine einfache Keiltechnik, die selbst heute noch im Schiffbau angewandt wird. Herodot erwähnt Apparate, Maschinen. Wir haben keine Maschine gebaut. Also insofern ist der Raum der Spekulation noch lange nicht abgeschlossen. Also Schiffbau, meinst du das Experiment, das auch im Film vorkommt, wenn der Stapellauf. Von einem Schiff, das im Dock liegt und dann mit Keilen in Bewegung gesetzt wird? Einerseits das, Schiffe werden aufgekeilt in Trockendocks, um die Rümpfe zu reinigen. Das ist tägliche Praxis seit Jahrtausenden. Wir blenden das immer aus, weil wir es nicht kennen, weil wir einfach zu weit entfernt sind von solchen Technologien. Das heißt aber nicht, dass die das damals nicht. Warum passiert das mit den Keilen eigentlich? Ist es eine Impulskraft oder was passiert da? Da werden Impulse gegeben und der Impuls, der von der Seite mit den Hämmern kommt, geht dann quasi in die Hebekraft rein, oder? Ja, also das ist was man mit Ziehen, Drücken oder sonst wie eigentlich nicht freisetzen kann an Energie. Aber wenn man mit dem Hammer auf etwas schlägt, dann wird sehr, sehr kurzfristig eine sehr hohe Energie frei. Und diese Energie übersetzt sich dann halt bei dem Hebeexperiment einfach in Höhe. Wo der geringste Widerstand ist, geht dann der Stein hin. Ja, man überwindet die Trägheit der Last. Die Trägheit wird ausgeschaltet. Das heißt, also man muss von beiden Seiten schlagen und dann geht die Kraft, die in die Richtung wirkt, nach oben. Ja, weil sich die Keile übereinander schieben und damit wie eine schiefe. Im Grunde genommen sind es Rampen im Kleinen, wenn man so will. Aber eben durch, wie Frank schon richtig sagt, durch Impulskraft, da geht es nicht um die Rampe per se, sondern diese Keile haben die Eigenschaft, durch diese kurze kinetische Energie die Trägheit der Last zu überwinden und schieben sich dann unter das Auflager. Bei den Eisenkeilen war es so, dass das ziemlich auf die Arme ging, ja, wenn ich das so richtig rausgehört habe aus dem Film. Wart ihr sehr überrascht, dass das mit Holz besser geht und wieso geht es mit Holz besser? Also überrascht waren wir alle. Ich sage ja, man wünscht sich sowas immer als Forscher. Wenn es dann in der Praxis noch funktioniert, ist es natürlich umso schöner. Aber es ist ein reiner physikalischer Effekt. Es liegt an der Steifigkeit der Eisenkeile. Die müssen erst ihre Steifigkeit auslegen, bis sie Kraftschluss bekommt. Also erst müssen die Flächen 100% übereinander passen. Erst dann wird die kinetische Energie nicht in die Steifigkeit gesteckt, sondern in Bewegungsenergie. Und die Holzkeile kriegen fast sofort Kraftschluss. Und dann geht eben wirklich jeder Schlag nicht in Länge, sondern in Höhe. Es ist erstaunlich, weil Eisen ist ja eigentlich härter wie eine Eiche. Aber dass das dann genau der gegenteilige Effekt ist. Wir hätten es auch nie gedacht. Also als ich zum Drehset kam, habe ich da diese Eisenkeile gesehen und daneben diese Holzkeile. Und ich dachte, die Holzkeile, die dienen jetzt erstmal einfach nur zur Stabilisierung von unseren Arbeitsmaterialien oder warum auch immer. Und ich hatte so im Laufe des Tages schon selber dann irgendwann mal die Idee, weil ich wusste gar nicht, dass du das machen willst mit den Holzkeilen, selber die Idee und habe mal darüber gewitzelt, wir können das ja dann schon mal mit den Holzkeilen probieren. So, und habe selber in dem Moment schon gedacht, wenn das mit Holz funktionieren würde, das wäre ja viel genialer, weil das setzt ja viel weniger Technik und Rohstoffe und Vorbereitung voraus und viel weniger Eisen vor allem. Und als du das dann wirklich gemacht hast, das war für mich in dem Moment wirklich noch die ganze Zeit ein Witz, weil ich mir vorgestellt habe, wie sich dieses Holz verhält, wenn man das unter 16 Tonnen Last mit dem Hammer bearbeitet. Mhm. Da habe ich eigentlich nur Späne, Splitter und sonst was gesehen. Und dann, wie man ja im Film sieht, das können Worte gar nicht beschreiben, ja, aber im Film sieht man dann, dass teilweise mit Holz dieser 16 Tonnen schwere Stein mit nur einem einzigen Hammerschlag mehrere Millimeter angehoben wird. Also das ist also wirklich sehr erstaunlich. Als ich das so gesehen habe, da dachte ich mir, oder konnte ich mir wieder vorstellen, dass Menschen vielleicht doch am Bau dieser Pyramiden beteiligt waren. Ja, was ja entscheidend war, ich habe antizipiert, wir haben das ja alles konstruiert mit den Spezialisten in Lennestadt dann bauen lassen. Ich habe gesagt, wenn wir so viel Eisen benutzen, die Archäologen killen dich. Die Ägyptologen werden sagen, das ist undenkbar, dass die im dritten Jahrtausend die Bleche, okay, die Spuren sind ja da, Eisenkeile in so einer Menge, in so einer Masse, undenkbar. Und dadurch habe ich mir ausgedacht, na gut, da müssen wir eine Alternative finden, wie wir irgendwie die Eisenkeile rauskriegen. Aber wie es der Frank schon erzählt hat, das ist dann
so fantastisch funktioniert. Also richtig neu haben die danach auch nicht mehr ausgeschaut. Wenn man das anschaut, das ist also vorne an der flachsten Stelle am Beginn des Keils, da sind die natürlich zertrümmert, diese Eichenkeile. Ja, die Fasern ein bisschen auf, zertrümmert. Ein Keil hat es wirklich arg mitgenommen, aber den haben wir einfach schlecht eingesetzt. Aber wir haben mit 8 Keilen gekeilt. Einer geht auf den Müll, 7 kann man noch 2-3 Mal benutzen. Ich finde es kein schlechtes Ergebnis. Okay, also es funktioniert, ja. Zumal Holz ja ein anderer Rohstoff ist als Eisen, ja. Das stand im alten Ägypten ja nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Und hätte man selbst nach dem Gebrauch noch für ein Lagerfeuer nutzen können. Richtig, also man hätte sich abends noch wärmen können. In dem Film bist du ja zusammen mit Stefan Erdmann unterwegs. Und ich habe aufmerksam gelauscht, was ihr da euch da gegenseitig für Argumente so präsentiert habt über die verschiedenen Baustile, über die verschiedenen Epochen und so weiter. Und du hast gesagt, dass man also vor den Pyramiden einen Baustil beobachten kann, der von seiner Komplexität und von seiner Baugröße nicht mit dem hinkommt, was in der Zeit der großen Pyramiden eben entstanden ist und danach auch nicht mehr. Und das bringt mich natürlich dann zu der Frage, warum genau in dieser Phase im alten Ägypten zum Bau der Pyramiden so eine Hochkultur plötzlich da war. Also Hochkultur in dem Sinn bautechnisch. Was ist das Besondere an dieser Zeitepoche? Also das kann man nicht in 3 Sätzen erklären. Der Punkt ist einfach, wir stellen unsere Fragen noch falsch, sondern nicht adäquat. Die Frage ist nicht, wie du es eben gestellt hast, was macht die 4. Dynastie so außergewöhnlich? Ja, sie ist, das sind die besten Bauten, zumindest was das alte Ägypten, das alte Reich ausmacht. Aber wir haben ja auf dem Gizeh-Plateau so viele widersprüchliche Konflikte, also man sagt dazu Conflicting Archaeology, also es passt irgendwie nicht zusammen. Ja, ja. Und wir haben eben die Sphinx, die dort nicht in das Bild passt. Wir haben diese Taltempel, insbesondere den Taltempel der Chephren. Wir haben den Aufweg der Sphinx, also der von dem Taltempel zur Chephren-Pyramide hochgeht, der die Steinbrüche von Cheops in 2 Teile teilt. Was ist mit dem Aufweg da zur Sphinx? Der geht von der Sphinx hoch zur Chephren-Pyramide. Ja. Die Chephren-Pyramide ist nach der modernen archäologischen Datierung 30 Jahre nach der Cheops-Pyramide etwa entstanden. Warum haben die Leute von Cheops, die Steinbrüche betrieben haben, dort einen Steg gelassen, dass man 30 Jahre später den Aufweg durchbaut? Das passt nicht. Also ergo muss da was dagestanden sein. Wir haben den Totentempel von Chephren. Das ist kein Bauwerk aus der 4. Dynastie. Das muss Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende älter sein. Gleiches trifft für den Taltempel des gleichen Pharaos im Tal zu, der neben der Sphinx steht. Wir haben Professor Schochs neuen Datierungsansätze, der ganz klar beschreibt, dass dieses Sphinx-Monument möglicherweise Jahrtausende älter ist, weil es eben in der Zeit von Pharao Chephren und auch Cheops nicht genug geregnet hat, um diese Erosionsmuster entstehen zu lassen. Das wäre meine nächste Frage jetzt. Ich will nur sagen, also, lass mich ganz kurz den Gedanken. Ja. Und das ist, was wir zurzeit Conflicting Archaeology nennen. Das passt nicht zusammen mit unserem heutigen Denkmustern, mit unserem heutigen Wissen. Und da kann ich nur sagen, Adam und Eva, ein Schritt nach dem anderen. Wir haben jetzt erst das Problem mit diesen Megalithen gelöst. Das ist Technologie des 4. Jahrtausends oder 3. Jahrtausends, was wir eben nennen, 4. Dynastie, Cheops, Chephren, Mykerinus und die Sphinx und die dazugehörigen Tempel. Das stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von einer anderen Epoche. Okay, aber da können wir schon von einem ganz anderen Zeitrahmen ausgehen, weil diese Erosionsspuren, die in dieser Grube der Sphinx drin sind, hat ja irgendjemand mal nachgerechnet, würde auf einen Wassereinfluss von vielen, vielen Jahren schließen und da das aber damals nicht geregnet hat in dieser Zeit, muss das viel, viel früher gewesen sein. Ergo, die Sphinx ist 10.000 Jahre alt, so in einem kurz zusammengefasst. Ja, aber man muss auch noch dazu sagen, in dem Taltempel der Sphinx, der ist ja genau wie die Kammersysteme in der Cheops-Pyramide aus Rosengranit gebaut. Alles andere, was man da so sieht, inklusive der großen Masse der Steine der Pyramiden, das ist ja alles Kalksandstein. Und Sandstein und Granit unterscheidet sich ja enorm im Härtegrad. Und man sieht bei dem Taltempel, der einzige Tempel ist, der aus Granit errichtet wurde und der ja eigentlich größtenteils wie ein Keller ist, also unterirdisch, nur die obersten Steine, das Dachgewölbe sozusagen, ist heute über der Sandoberfläche sozusagen. Und da sind Rosengranitblöcke, die sind so stark verwittert, dass da manche Geologen sagen 5000 Jahre und selbst 5000 Jahre Sandsturm nicht ausreichen. Oder vielleicht 5000 Jahre Sandsturm würden dann vielleicht zu so einem Stein führen. Aber das ist
in den letzten 5000 Jahren Wetteraufzeichnung gibt es eigentlich keine Phänomene, die so eine Verwitterung erklären können, meines Wissens nach. Man muss eben auch die Argumente der Kritiker hören, die das nicht so sehen. Mark Lehner zum Beispiel, ein sehr renommierter Archäologe, der extrem gegen die Theorien von Professor Schoch anläuft, der ihm sagt, ja, das mit den Erosionsspuren ist ja schön und gut, aber wir haben dort hohe Mengen Steinsalz festgestellt, das nennt sich Halit, was also heute plattenartig auch an dem Taltempel der Sphinx diesen Granit absprengt, auch die Sandsteinflächen, also er hat dann an bestimmten Beispielen gezeigt, auch an diesen Baugräben der Sphinx, wo diese Erosionsrinnen sind, dass Halit eben durchaus dort formende Gestalt hat. Also das, man muss es erstmal zur Kenntnis nehmen. Insofern, das ist eben die große Schwierigkeit, heute 5000 Jahre oder 10.000 Jahre danach mit unseren bescheidenen Mitteln da eben Licht in das Dunkel zu bringen. Ich stimme dem Professor Lehner nicht zu oder nicht bei, weil Halit ist überall in Ägypten. Wir haben auch Halit in der Pyramide festgestellt bei unseren Untersuchungen. Komischerweise sind dort keine flächigen Abstimmungen, also Absprengungen. Erstmal ein Argument gegen das andere Argument. Ich will nur sagen, darauf kommt es in der Wissenschaft an, Argumente aufzuzählen, sowohl für das Pro als auch für das Contra und dann mit der Intelligenz aller Spezialisten, Geologen, Forensiker, Archäologen, natürlich auch Historiker, zu schauen, was gehört ins Töpfchen, was gehört ins Kröpfchen. Das wird aber leider nicht gemacht, weil man eben sagt, das ist so, keine Diskussion. Das heißt, du gehst auch gar nicht dogmatisch an deine Forschungen ran. Wenn jetzt jemand kommen würde und dir einen besseren Weg zeigt, ohne diese Keile, würdest du sagen, ja gut, ist plausibler, kenne ich an und dann im Gegenteil, so, ja? Wir laden ja sogar ein, bitte widerlegt okay. uns. Okay, okay. Aber ich muss mal auf ein paar so conflicting arguments eingehen, diese Konfliktarchäologie. Es gibt eine Stelle auf dem Plateau, die habe ich schon oft gesehen und ich freue mich, wenn ich es mal selber sehen darf. Das ist so eine Schnittkante und es geht auch wirklich Zentimeter tief rein und also Kupfermeißel oder was weiß ich für ein Meißel funktioniert nicht. Da muss eine Maschine mit wirklich großer Rotationskraft muss da gewirkt haben. Deswegen sage ich, wir müssen einfach lernen, diese antike Zeit besser zu dekodieren. Herodot beschreibt Maschinen. Wir kennen Maschinen aus der Antike zuhauf. Heron, der berühmte römische Ingenieur und Konstrukteur, der also den Stirling-Motor in Ansätzen, das Kolbenprinzip gab es in der Antike. Die Dampfmaschine war in allen großen Zügen entwickelt. Wir glauben aufgrund der Aufzeichnungslage, dass das erst mit den Römern begann. Wir wissen aber von älteren griechischen antiken Leuten, Aristoteles, dass die mindestens genauso weit waren wie die Römer. Beste Beispiel der Apparat von Antikythera, wo jeder gesagt hat, sowas kann es nicht geben. Das ist dieser Rechenapparat, der im Meer gelegen ist und dann zusammengesetzt wurde. Genau. Ja, also auch darüber könnte man eine ganze Sendung machen. Ja, ich will mich nicht verlieren, will nur sagen, aufgrund des überhohen Vergänglichkeitshorizonts, es sind solche Zufallsfunde aus der Antike, die ja auch noch 2000 Jahre näher ist als die Zeit des Pyramidenbaus. Dadurch können wir sagen, solche frühindustriellen Technologien, Maschinen hat es mit großer Sicherheit bei den Griechen und den Römern gegeben. Aber von dem, was ich im Cheops-Projekt lernen durfte, nämlich dass ab Zeiten Ramses über 1000 Griechen jahrzehntelang in Ägypten studiert haben, jedes Jahr. Also eben tausende Leute, die ganzen großen Gelehrten Pythagoras, Solon und die ganze Kette ist endlos, haben alle in Ägypten mindestens 2-3 Jahre studiert. Ergo bin ich nicht überzeugt, aber ich kann es auch nicht beweisen, bin ich überzeugt, aber in der Hinsicht, dass ich sagen kann, es ist sehr stark zu erwarten, dass es viel älter ist, diese Maschinentechnologien, und dass die Griechen das entlehnt haben und mit nach Hause genommen haben, wo sie es dann weiter angewandt haben, wie Aristoteles. So, die großen Thinktanks waren damals in Ägypten. Die gab es, und das ist eben, was Herodot beschreibt. Der beschreibt eben die großen Tempelschulen in Memphis, in Heliopolis. Und es gibt eine fantastische Aufzeichnung, die stammt aus der 26. Dynastie, die sogenannte Invatori-Stele. Die ist im Isis-Tempel neben der großen Pyramide gefunden worden. Und da unterhält sich der Sohn von Cheops, Chedefre, mit seinem Vater Cheops, wo sie den Bau der Pyramiden diskutieren. Und dieser Chedefre sagt, geh zu den heiligen Hallen des Thoth. Dort findest du die Baupläne deiner Pyramide, die du dir bauen willst. Dort findest du alles. Und baue doch die Pyramide da, wo die Skulptur der Sphinx steht. Das ist 26. Dynastie, also Steinjung, gegenüber den Pyramiden. Die Ägyptologen sagen, das ist alles Fantasie, das ist Gespinne von den alten Ägyptern, die sich da ein bisschen was Schönes erzählt haben. Aber ich kann nur sagen, kann nicht sein, weil Herodot sagt ja dasselbe, dass da Wissen da war in den Tempelschulen. Und wir haben noch den sogenannten Sabaka-Stein, wo nämlich genau dargestellt ist, wie die Ägypter über Jahrhunderte hinweg dieses alte Wissen
wieder umkopiert haben in andere Stilen, in andere Papyri-Texte. Und das, deswegen müssen wir im hohen Maße davon ausgehen, was Herodot beschreibt, kann kein geistiges Gespinne von irgendwelchen Reiseführern gewesen sein, sondern das waren alte Überlieferungen, die heute verloren waren, aber zu Zeiten Herodots in den großen Tempelschulen noch existent waren. Also für mich ist ja das auch wirklich ein spannendes Thema, weil ich denke, unsere Geschichte, die Geschichte der Menschheit ist auch eng verknüpft mit diesen alten Kulturen. Und wenn ich da mir eine Szene vorstelle aus dem Film noch, wo es um diese Schnitte geht, ohne Materialverlust. Also du zeigst an diesem Film einen Stein, der wird abgeschnitten und normalerweise, wenn man einen Stein durchschneidet, fehlt ja das Material von der Dicke der Trennscheibe. Also wenn ich eine ganz dünne Diamantenscheibe habe, die 2 Millimeter nur breit ist, dann fehlen genau die 2 Millimeter und schräg verlaufende Kanten, wenn man die aufeinander setzt, die hätten ja dann quasi, da wäre eine Unterbrechung drin, ein Versatz dazwischen. Ja. Und wie erklärst du dir das überhaupt? Das heißt ja dann, da hat ein Laserstrahl durchgeschnitten, oder? Ich kann es nicht erklären. Also, wenn ich es wüsste, würde ich nicht hier sitzen. Da wäre ich in irgendeinem Smithsonian-Institut oder im MIT beschäftigt, wenn ich es wüsste. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir eine nicht lineare Entwicklung haben in unserer Geschichte, dass es Kulturen gab, die einen viel höheren Erkenntnisstand hatten, wie wir das heutzutage haben. Warum ist aber dann unsere etablierte Wissenschaft oder die moderne Geschichtsschreibung so versessen drauf, uns einen ganz normalen, linearen Verlauf der Geschichte zu zeichnen? Würde das deren Weltbild zerstören oder ihre Reputation? Frank, wie erklärst du dir das, dass die da so, nein, das kann nicht sein, es darf nicht sein? Also ich denke, da gibt es verschiedene Ansätze dafür. Einmal ist es natürlich die über Jahrzehnte gewachsene oder der über Jahrzehnte gewachsene Wissenschaftszweig, der sich ja etabliert hat, seit man im Prinzip begonnen hat, die Hieroglyphen zu entziffern. Und gerade wenn man in die Anfangsgeschichte der Ägyptologie sieht, so um Napoleons Zeiten, wo sich die Briten und die Franzosen einen regelrechten intellektuellen Kampf darum geliefert haben, um die Entschlüsselung der Hieroglyphen und wer löst zuerst das Rätsel der Pyramiden. Ja. Das, was wir heute glauben zu wissen, ist ja selbst eigentlich recht junges Wissen, auch wenn es sehr viele alte Überlieferungen gibt. Aber das heutige Bild von dem Grabmal und der vierten Dynastie, das stammt ja hauptsächlich aus dieser Zeit, wo, wie wir eben auch aus dem Film lernen, zum Beispiel um Mitte des 19. Jahrhunderts auch sehr viel Fälschungen, Lug und Trug stattfanden in der Ägyptologie, einfach um sich gegenseitig zu übertrumpfen, um selbst eine große Entdeckung zu haben, dass man womöglich Entdeckungen noch aufgebläht hat mit zusätzlichen Sensationen, die dann aber einfach nur möglicherweise sogar Fälschungen waren. Das wird erst die Zukunft zeigen, wenn überhaupt, wie bestimmte Sachen überhaupt in die Zeitgeschichte einzuordnen sind. Ich persönlich finde zum Beispiel auch das Beispiel Ramses II. Sehr interessant, dessen Namenskartusche man ja wirklich in ganz Ägypten findet. Ja? Und bis jetzt ich sehr selten die Frage gehört habe, oder immer wieder den kausalen Zusammenhang höre, hier ist eine Statue, da steht Ramses II. Drin, also stellt diese Statue Ramses II. Dar. Und das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil wer sagt mir denn, dass Ramses II. Nicht einfach seinen Namen in diese schöne Statue hat hämmern lassen, als er Pharao war. Ja. Und es gibt in Ägypten so viele andere Hinweise, dass es so möglicherweise gewesen sein könnte. Am deutlichsten in Abu Simbel. Diese riesigen Statuen, die am Nilufer sitzen. Die Kolosse von Memnon. Nee, die Abu Simbel, diese Abu vier Simbel. Großen Statuen, die in Steinplateau, die man auch in den 70er Jahren extra angehoben hat, um 10, 15 wegen Meter. Wegen dem Nasserstausee. Wegen dem Wasser, genau. Ich glaube, über 60 Meter. Ja. So, und da sieht man unter dem rechten Arm dieser angeblichen Ramses-Statue, sieht man eine geziegelte Mauer. Und hier ein Riss im Arm. Und in dieser geziegelten Mauer steht die Kartusche von Ramses II. Und das sieht für mich, ehrlich gesagt, eher wie Restaurationsarbeiten aus. Also ich würde das eher als Archäologe so interpretieren, dass das schon zu Ramses II. Reparaturbedürftig war und der hat sich halt drum gekümmert.
Wie auch in vielen anderen Städten in Ägypten. Und er hat dann halt seine Namenskartusche gleich mit hinterlassen. Wäre jetzt nur eine Interpretation, in dem Fall meine Interpretation, aber es kann auch anders gewesen sein, es kann so gewesen sein, aber immer den Schluss zu ziehen, wir haben hier einen Stein, da steht was und da steht was. Und man kann doch auch davon ausgehen, dass es vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten da reingehämmert wurde, aber soweit wird irgendwie mir zu selten gedacht und das ist mir einfach viel zu ungenau, wie man bis heute in der Mainstream-Ägyptologie an diese Fragen rangeht. Wobei ich das jetzt auch nicht pauschal verteufeln will. Es gibt auch sehr viele gute Ägyptologen, aber ja, Ägyptologie ist ein Feld, wo wir erst, glaube ich, wirklich beginnen zu verstehen. Ist es vielleicht auch das verzweifelte Festhalten dran, dass die bisherige Geschichtsschreibung so sein muss? So der Mensch als Affe auf zwei Beinen, wir haben uns entwickelt vom Einzeller und so weiter und das war so ein linearer Verlauf und wenn da jetzt etwas kommt, was das Ganze über den Haufen wirft, dass es früher schon etwas viel Größeres gab, dass das so die moderne Geschichtsschreibung einfach auf den Haufen wirft, wir dürfen nicht etwas anderes sein, wie man es uns verkauft hat. Du, ich sag mal, in den Naturwissenschaften ist es überhaupt nicht so, dass man so denkt. Also ich meine, ich habe nur Biologie studiert und die Biologie ist eine einzige Aneinanderreihung von Ausnahmen. Das Leben ist fast paar Mal auf der Erde ausgestorben. Wir haben große Katastrophen im Kambrium, in der Perm, wir haben den Dinosaurier-Kataklysmen, wir haben verschiedene solche, auch in unserer jüngeren Geschichte. Es gab so ein Riesenevent, 80.000 BC, wo ich sagen muss, also in den Naturwissenschaften wird das überhaupt nicht so linear gesehen. Und es gibt auch viele Archäologen, Frank sprach das schon an, die das nicht so als Einbahnstraße sehen. Und der beste Fund ist Göbekli Tepe in der Türkei, die eigentlich alles, was wir bisher über Steinbearbeitung, Architekturgeschichte, das ist mit einem Pfund über Nacht weggeblasen. Mhm. Wir müssen unsere gesamten Theorien neu auf den Prüfstand stellen. Und das ist eigentlich, was Wissenschaft so faszinierend und spannend macht. Ja. Täglich neu zu denken, bereit zu sein, eben sein gestern geglaubtes Morgen neu anzupassen. Und das ist letzten Endes, was in Ägypten ein bisschen schwierig ist, weil da eben schon noch ein paar Denkschulen am Werke sind. Aber die Archäologen des 19., auch des frühen 20. Jahrhunderts kann nur zitieren, Leonard Woolley, Flinders Petrie, aber Woolley war es einer derjenigen, der schon von Anfang an gesagt hat, hier ist keine lineare Entwicklung. Nichts kommt den frühen Gräbern gleich, in Ägypten als auch in Mesopotamien, in der Baubearbeitung, in der Filigranität der Bearbeitung. Also da ist ganz klar, nicht von der linearen Entwicklung drin, dass heute dieses Modell sich immer noch so durchsetzt. Ich weiß es nicht warum, aber ich denke, viele Ägyptologen sehen das genauso. Also es ist immer noch genügend Raum, dass der Herr von Däniken auch noch recht haben könnte, dass es da gewisse Impulse gab, vielleicht von außerhalb. Das ist mein großes Thema. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal recht bekomme oder auch nicht, wie auch immer. Das wäre zumindest irgendwie eine Vorstellung, was da passiert sein könnte. Aber lass uns am Schluss nochmal auf den Film selber kommen. Ihr habt ja da richtig aus der Trickkiste gepackt, ne? Gezaubert irgendwo. Ich sehe gerade, der Sprecher des Films kommt natürlich auch gut rüber. Wolfgang Pampel sagt jetzt wahrscheinlich vielen Leuten gar nichts, aber wer Indiana Jones kennt von Anfang an, der weiß natürlich, dass das die Synchronstimme von Harrison Ford ist. Und man hat natürlich sofort, wenn man diesen Herrn hört, mit seiner sonoren Stimme, hat man natürlich sofort auch irgendwie diesen Indiana Jones-Style. Also war das schwierig, da an ihn ranzukommen? Noch schwieriger war es, das mit meiner Frau zu klären, weil die ist auf die Idee gekommen, Cornelia Lorenz, die mich als Forscher auch begleitet seit vielen Jahren. Und die irgendwie ist immer nachts auf dem Balkon beim Gläschen Wein auf die Idee gekommen. Ich habe gesagt, das funktioniert nie. Und da sagt sie, du hast es ja noch gar nicht probiert. Ich sage, vergiss es. Der Mann als Hollywood-Synchronisator kostet bestimmt Abertausende. Mhm. Und ich sage mal, ohne da Geheimnisse preisgeben zu wollen, ich habe den dann kontaktiert mit dem Druck meiner Frau, weil ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Ich sage, es klappt sowieso nicht, den Mann zu kriegen. Und dann habe ich Kontakt über seine Redneragentur bekommen. Wir haben auch lange über den Preis gefälscht und ich bin ihm wirklich sehr dankbar, dass er uns da einen Riesenschritt entgegengekommen war. Wie steht er denn zu diesen Themen? Ich meine, als Sprecher ist man ja hauptsächlich auf die Technik fixiert, dass man das, was man vorgesetzt bekommt, auch technisch gut umsetzt. Ja, dass er es gemacht hat, ist doch Ausdruck genug. Ist er inhaltlich, oder? Ja, aber ihr habt ja mit ihm dann Kontakt gehabt. Er musste es ja sogar mehrmals machen, weil wir natürlich immer wieder noch Filler entdeckt hatten und er dann in Wien hat er das, glaube ich, eingesprochen, dann glaube ich noch 3-4 Mal ins Tonstudio musste, weil wir immer noch Änderungswünsche hatten und das hat er eigentlich alles mitgemacht ohne Probleme und von daher, glaube ich, ja, wer passt besser als Indiana Jones für den Pyramidenfilm? Ja.
Es fehlt nur noch so ein Schlapphut. Du musst dir noch fürs nächste Mal so einen ganz tollen Schlapphut, nicht so einen Strohhut nehmen, sondern so richtig Indianer-Style. Aber ich habe hier noch eine DVD von euch bekommen. Da möchte ich am Schluss noch mal auf einen kurzen Aspekt eingehen. Und zwar ist es Ungelöste Rätsel der Entdeckergeschichte. Und du gehst da auf ein Thema ein, das mich auch schon immer fasziniert hat, nämlich Landkarten, die uralt sind, aber Gebiete drauf sind, die man unserer modernen Geschichtsschreibung nach erst viel, viel später entdeckt hat. Wie zum Beispiel die berühmte Karte von diesem türkischen Admiral Piri Reis. Wie erklärst du dir das denn? Dass da eine Karte existiert aus dem, glaube ich, 16. Jahrhundert und da ist aber die Antarktis eingezeichnet und Südamerika und andere Geschichten. Ja, es gibt mittlerweile noch viel bessere Karten als Piri Reis. Was Piri Reis so bedeutsam macht, ist nicht seine Karte, da gibt es viel besser, sondern sein Impressum. Was von den meisten Historikern, Kartenforschern oder eben auch Amateurforschern ausgeblendet wird. Was meinst du mit Impressum? Ja, das ist genau. Piri Reis ist einer der wenigen Gelehrten, der ein Quellenverzeichnis an Geburt das Wissen her hat. Das macht diese Piri Reis-Karte zehnmal interessanter als ihre Bildinhalte. Und was sagt der Herr? Und da sagt er, ich, Piri Reis, Admiral der türkischen Navy, habe diese Karte aus 24 antiken Karten hergestellt. Er gibt diesen Karten sogar einen Namen. 4 Quellen sind modern, da wissen wir, dass es portugiesische Quellen sind. 20 Karten, die aus dem diese Portulankarte zusammengesetzt ist, stammen nachweislich nach Piri Reis aus alten, antiken Quellen. Er gibt diesen Karten sogar Eigennamen. Wie alt ungefähr antik? Kann man nicht sagen. Er zitiert antike Quellen und es ist kein geringerer als Waldseemüller, der die moderne Welt Projektion als erster begründet hat, 1500 Jahre nach der Antike, der nennt die auch die Alten, ohne anzugeben, wer sie sind. Okay. Also das Entspannendste ist, ich bin ja mittlerweile über die TU Dresden mit den Forschern an der Library of Congress, die diese Waldseemüller-Karten erforschen, direkt befreundet. Und da hat mir der Kurator der entsprechenden Sammlung gezeigt, guck, das ist die 1516er Karte von Waldseemüller. Und da schreibt er, schaut euch die Karten an. 1507 habe ich euch die Welt gezeigt, wie sie die Alten kennen. Mit Nord- und Südamerika, mit den Westküsten, mit dem Pazifik, mit der genauen Dimensionierung. Und in der Karte 1516 schreibt er, hier zeige ich euch die Welt, wie wir sie, die Spanier und die Portugiesen, entdeckt haben. Ohne den Pazifik, ohne die Westküsten, die Welt mit all ihren verschrobenen Eigenheiten, wie wir sie im 16. Jahrhundert bei anderen Kartografen nachweisen können. Und das macht eben die Faszination dieses Kartenthemas aus, dass man Da kommt man ins Schwärmen. Also auch wieder ein Hinweis darauf, dass unsere Geschichte aller Wahrscheinlichkeit nach einen ganz anderen Verlauf hatte oder ganz andere Dinge passiert sind, die wir noch gar nicht so verstanden haben. Ja, es ist zum Beispiel ein Professor aus Bonn, der das so schön gesagt hat, dass wir die Tatsache, dass wir heute keine archäologische Kultur haben, die vor geschätzten 8.000 bis 6.000 Jahren die Antarktis kartografiert haben, schmälert nicht die Tatsache ihrer Existenz. Das war vorher schon da. Ja. Also, weil ich kann nicht einmal mit dem Schiffboot um die Antarktis rum segeln und zeigen, dass da eben ein Kontinent ist mit Inseln, buchtengetreu. Also wir müssen die Frage einfach beantworten, wer hatte wann, warum, womit, wie die Möglichkeit, diesen Inselkontinent so exakt zu dokumentieren, wie ihn erst moderne Karten der Gegenwart mit Satellitentechnik, zeigen. Die Satelliten-Imagery, ja. Das wäre ohne Satelliten. Wir wissen erst seit etwa 1965, 68, wie die Antarktis aussieht. Hallo? Okay. Okay, jetzt bin ich wieder glücklich. Also insofern bleibt da noch ein bisschen Raum. Ja. Ich möchte dir natürlich hier offiziell widersprechen. Für Mysterien ist da noch genügend Platz nach oben da. Aber da gibt es auch Raum für deine Aliens. Ja. Also ich wünsche eurem Baby, dass es einen gesunden Weg geht, dass es auf gute Beine steht und dass viele Leute sich das anschauen und damit natürlich auch die ganzen Forschungen weiter mit anregen, dass auch gelehrte Wissenschaftler, Kundige in dieser Sache sich dem Thema mal annehmen und die Wissenschaft in dieser Richtung einen guten Schritt vorankommt. Also von euch noch ein abschließendes Statement zu eurem Film? Ja, ne, wir würden uns natürlich freuen, wenn die DVD, die ab jetzt sofort erhältlich ist, bestellt wird. Das ist im Moment die einzige Möglichkeit, sozusagen den Film zu sehen. Normalerweise stellt Nuviso ja die allermeisten Produktionen dann kostenlos ins Netz. Das wird bei diesem Film einfach aufgrund des finanziellen Aufwandes und der Größe des Projektes nicht möglich sein. Und wir hoffen natürlich auch noch auf den einen oder anderen Mainstream-Interessenten, ja, vielleicht doch irgendeinen Fernsehsender, wobei ich persönlich das ist dann ein ganz anderes Thema. Ja. Du hast da ja noch Hoffnungen, dass da vielleicht was geht. Ich rufe nachher den Tom Buro an und frage ihn, sag Tom, wie sieht's aus? Und vielleicht hat er ja Lust irgendwo.
Ja, aber ich meine, der Punkt ist ja, einerseits sind es die enormen Produktionskosten, mhm. aber es ist eben auch die politische Aufgabe in der DVD. Wie heißt es so schön, tue Gutes, das haben wir getan, und rede drüber, das sind unsere Zuschauer, die den Film gucken, mhm. die den Film weiterempfehlen, damit es eben nicht nur das Elitewissen einiger weniger alternativer Forscher sind, sondern dass es durchaus mhm. auch unsere Kollegen in den Universitäten und Fachinstituten erreicht, dass es neue Erklärungsmodelle geben kann. Ich würde mir wünschen, dass einige Leute diesen Ball aufnehmen, den ihr ihnen zuwirft. Ich wünsche euch auf eurem Weg alles weitere Gute und natürlich auch freue ich mich auf ein Folgewerk. Vielleicht mache ich da selber mal mit, weil auf meiner To-Do-Liste ganz oben stehen die Pyramiden und da werde ich bestimmt auch nochmal hinkommen. Alles Gute für euch, danke für den Besuch und liebe Zuschauer, wie gesagt, das Cheops-Projekt, so heißt die DVD, und in diesem Sinne sage ich viel Spaß beim Gucken, vielen Dank fürs Zuschauen bei Steinzeit und ich freue mich beim nächsten Mal, wenn Sie wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.